In diesem Video geht es um die Standard-Serienschaltung, nämlich entweder von einem Widerstand mit einer Spule oder einem Widerstand mit einem Kondensator. Ich fange mal an mit L und R oder R und L. Dann sieht die Schaltung natürlich so aus. So, U, R, L und dann haben wir hier den Strom I. Hier den Spannungsabfall UL und hier UR. So, wir schauen uns genau an, was hier passiert. Wir haben nämlich den Widerstand R, der auch im Komplexen ausgedrückt wird wie R. Und wir haben hier die Spule L, die in der komplexen Wechselstromrechnung daherkommt mit J Omega L oder meinetwegen auch mit J XL, wie auch immer man möchte. Daraus bekommen wir die Gesamtimpedanz Z Gesamt gleich R plus J Omega L. Naja, und damit ist dann I gleich U durch Z Gesamt, wie früher der Widerstand, nur ist es jetzt Z, gleich U durch R plus J Omega L. Und die einzelnen Komponenten, Spannungen hier in diesem letztlich Spannungsabteiler ist UR gleich I mal R, also gleich U mal R durch R plus J Omega L und UL gleich I mal J Omega L gleich U mal J Omega L durch R plus J Omega L. So, da sind alle Komponenten angegeben. Was man gerne haben möchte, das ist natürlich ein Zeigerdiagramm, kann ein Zeigerdiagramm sein. Ich zeichne erstmal auf zwei Arten, nämlich A startend mit I. Und ich mache es auch nur aus dem Handgelenk, denn da ich keine Werte gegeben habe, kommt es auf die Maßstäbe auch nicht wirklich an. Gut, so, das sind die Koordinaten. Jetzt trage ich noch gerade ein, was wir denn hier haben. Und zwar finden wir hier Realteil von I und hier würden wir haben den J, Imaginärteil von I. Ich werde das nicht immer wieder hinschreiben. Und dann können wir einfach das I, das ist ja die gemeinsame Komponente hier, durch beide Elemente hindurch, oder eigentlich alle drei Elemente hindurch, das I hier angeben. Und in Phase dazu ist natürlich der Spannungsabfall UR. Realteil U, J, Imaginärteil U. Und senkrecht dazu ist die induktive Komponente UL. Hier, ich habe sie gleich am Ende abgetragen, sodass ich hier den Vektor U für die Gesamtspannung schon finde. So, das ist die einfachste Variante, wie ich es zeichnen kann. Wenn ich alle Komponenten gegeben habe, muss ich hier nichts konstruieren. Alles in Ordnung. Oder ungeschickter zu zeichnen, aber natürlich vom Ansatz her auch gar nicht so falsch. Startend mit U, also der Quelle, die meist gegeben ist. Ich erspare mir und Ihnen jetzt die Achsenbeschriftung hier. Sie wissen ja, was dran kommt. So, dann habe ich zunächst einmal das U. Ist nicht ganz maßstäblich mit dem anderen. So, was brauche ich? Nun, ich weiß, die Spannungen UR und UL stehen senkrecht aufeinander. Das taten sie hier schon, da. Und das werden sie auch da weiter tun. Nun, senkrecht aufeinander stehen Dinge, die in einem Dreieck, die in einem Taleskreis reinpassen. Ich mache den mal mit dem Zirkel hier. So, passt so einigermaßen. So, und wenn ich jetzt noch weiß, wie lang das UL etwa ist, meinetwegen so, dann kann ich UR etwa ist, dann kann ich das hier gleich abtragen. So, da mache ich es mal hin. Da ist nur die Länge ausgerechnet. Ist besonders dann eignet sich das, wenn ich mit der skalaren Rechnung arbeite. Dann habe ich hier UR und die Komponente hier ist UL. Ich könnte jetzt ablesen. Ich
wollte, das ist U. Das hier ist der Taleskreis. Und der Strom, der ergibt sich parallel zu UR. Hier. So, die zweite Variante, wie man da dran kommen kann. Ich gebe der Vollständigkeit halber nochmal die Beträge an. Und zwar ist das I-Betrag, da oben steht es natürlich, U-Betrag, oft ist das reell gegeben, aber ich mache es trotzdem, schadet hier nicht, durch, naja, machen wir es richtig, R plus J Omega L-Betrag und das ist gleich U-Betrag durch Wurzel R-Quadrat plus Omega-Quadrat L-Quadrat. Die Phase von U auf I ist gleich die Phase, ich kann das hier einfach, diese Gleichung hier oben, diese hier, einfach auflösen, dann ist das die Phase von R plus J Omega L und das ist natürlich gleich Phi gleich Arcus Tangens von Omega L durch R, was man natürlich auch mit anderen Methoden ausrechnen kann. Und UR ist Betrag, ist gleich U-Betrag mal R, der ist immer reell, da müssen wir nichts noch machen und positiv ist er auch. Ich wurzel R-Quadrat plus Omega-Quadrat L-Quadrat und UL ist gleich U mal Omega L. Auch das ist immer positiv, solange man keine negativen Induktivitäten einführt. R-Quadrat plus Omega-Quadrat, was üblich ist übrigens. Also nicht üblich ist, negative Induktivitäten. So, wo haben wir es? Das ist ein Ergebnis, das wäre ein Ergebnis. Und hier würden Sie auch noch Ergebnisse finden. Okay, machen wir weiter mit der RC-Schaltung. Also, das hier, im Prinzip ist es das gleiche, nochmal in grün, U, I, C, U, L, U, R und hier wird R ausgedrückt über das R natürlich, C ausgedrückt über 1 durch J, Omega C, beziehungsweise xc gleich minus 1 durch Omega c, wenn man das denn nutzen möchte. Und wir bekommen ein die Gesamtimpedanz z gesamt gleich r plus 1 durch j Omega c. Ich lasse j und Omega immer zusammen, das ist quasi so ein Doppelbuchstabe, und reiße die nicht auseinander. Man könnte natürlich auch hier schreiben r minus j durch Omega c. Beides ist richtig. So, und dann haben wir selbstverständlich I gleich U durch Z gesamt gleich U durch R plus 1 durch J Omega C. Jetzt haben wir leider einen Doppelbruch, das ist nicht so schön. Also erweitern wir mit J Omega C, dann ist das U mal J Omega C durch 1 plus J Omega R C. Okay. UR, das übliche, I mal R gleich U mal J Omega RC durch 1 plus J Omega RC und UC gleich I mal 1 durch J Omega C, also gleich U durch 1 plus J Omega RC. Okay, ich mache wieder die Zeigerdiagramme. A startend mit AI. Spare mir die Achsenbeschriftungen. So, und wenn ich das getan habe, dann habe ich hier den Zeiger vom Strom I
habe parallel dazu den Zeiger des Spannungsabfalls über R und jetzt nach unten gehend, 90 Grad natürlich, die Zeiger von UC und hier das gesamte U. So, kann es B startend mit U machen, wenn mir also U gegeben wurde und ich partout denn damit voll anfangen will. Zeigerdiagramme kann ich immer drehen und wenden, oder drehen, nee, wenden nicht, aber drehen, wie sie mir gerade am besten gefallen, weil es ja so ist, dass man ohnehin virtuell nur einen Zeitpunkt genau rausgreift und letztlich ist jeder Zeitpunkt gleich gut. Das heißt, man kann den nehmen, wo man gerade auf der reellen Achse I liegen hat, oder man kann den nehmen, wo man gerade auf der reellen Achse den Zeiger von U finden würde. Ich mache den noch relativ lang. Hier, da haben wir das U. So, ich weiß, die Spannungsabfälle, Widerstand und Spule stehen senkrecht aufeinander. Passt das einigermaßen? Ich glaube, jetzt ist es besser. So. Ich male mir wieder den Taluskreis dahin. Trage mir noch irgendwo mein UR ab, das ich ausgerechnet habe. Natürlich, ich habe hier jetzt nicht gerechnet, weil ich keine Zahlenbeispiele habe. Dann geht das hier nach oben. Und das UC kommt dann hier. Normalerweise macht man das natürlich auch mit dem Geodreieck. UC haben wir schon dran stehen. Und parallel zu UR haben wir hier noch den Strom. I. So, bestimme wieder Beträge und Phasen. Nur der Vollständigkeit halber, dann ist nämlich I-Betrag gleich U-Betrag mal Omega mal C, das ist genau das da. Ich lasse das J weg und Omega und C sind beide reell und positiv, sonst macht es nicht so richtig viel Sinn. Durch und jetzt den Betrag unten drunter, das ist das hier, der Betrag ist 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat. Und ich kann es umwandeln in U-Betrag ist gleich I-Betrag mal. Dann nehmen wir mal genau das hier und machen daraus den Betrag R Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat C Quadrat. Das wäre dieses Ergebnis. Wir haben den Phasenwinkel Phi. Das soll sein der Winkel von U auf I. Also ist das Prinzip der Winkel von dem hier nur auf die andere Seite gebracht, damit wir U auf der richtigen Seite richtig stehen haben. Also der Winkel oder das Argument von R plus 1 durch J Omega C. Und das ist gleich Arcus-Tangens von minus, na, das ist der Imaginärteil, also 1 durch Omega C und nach unten in den Nenner kommt dann noch das R, weil durch den Realteil dividiert wird. Und dann kommt eben genau dieses Ergebnis raus. Ich nutze noch die Symmetrie des Arcus-Tangens aus, die Punktsymmetrie nämlich, und dann habe ich Arcus-Tangens 1 durch Omega RC minus 1 durch Arcus. So, UR ist gleich U-Betrag mal Omega RC. Gehe also in diese Formel rein, durch Wurzel 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat. Und UC ist gleich U-Betrag mal 1 durch Wurzel 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat. So, damit habe ich auch die Ergebnisse hier identifiziert und gebe das hier als Beträge vollständig an.